Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2, mein Warlock hier und seinem Wochenendtag und Infos und ein paar Tipps etc. Und wir gehen noch ein paar auf ein paar Kreditpunkte ein. Und aber zuerst, leider ist der Synchronsprecher von Zavala, Lance Riddick, ist leider unerwartet verstorben in 60 Jahren. Den kennt man eventuell aus den Serien Fringe oder auch Spartacus. Und vielen anderen Sachen auch, ist auch direkt, wie gesagt, Synchronsprecher. Aber der englische Synchronsprecher von Zavala, der ist leider verstorben. Und deswegen gehen gerade viele hin und verabschieden sich sozusagen. Wie gesagt, das ist halt ein natürlicher Tod gewesen angeblich. Und der ist leider viel zu früh verstorben. Kann man leider nicht anders sagen, das wollte ich nochmal eben ansprechen. Wie gesagt, sehr, sehr schade. Also so ist das leider das Leben. Das erstmal dazu. Natürlich ein komischer Anfang vom Video, ich weiß, aber das muss ich einfach nochmal loswerden, was für mich auch wichtig war, weil ich den Schauspieler eigentlich immer ganz oft gesehen habe, aufgrund der Serien, die ich geguckt habe und so. Deswegen muss ich jetzt einfach mal eben loswerden. Dann jetzt erstmal mein Power Level. Fangen wir da jetzt erstmal mit an. Muss man kurz die höheren Waffen einsetzen hier, die ich so habe. Kommen jetzt auf 1817. Das heißt, wie gesagt, ab 1800, ab Hardcap, könnt ihr nur mit Spitzenausrüstung erstmal arbeiten. Und danach passt sich dann irgendwann die mächtige Ausrüstung so ein bisschen an. Jetzt würde halt die mächtige Ausrüstung mit 1804 Power Level daherkommen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich theoretisch meine Kinetikwaffe ausbalancieren und hier meine Panzerhandschuhe. Sprich, da müsste ich jetzt erstmal probieren, mit mächtiger Ausrüstung nochmal dann den richtigen Power Level Loot zu bekommen, damit ich das hier ausgleichen kann. Kann ich jetzt gerade so nicht direkt machen, außer vielleicht über einen Season Pass. Da muss man mal gucken, was man sich an Waffen rausziehen kann oder halt auch an anderen Sachen. Wie gesagt, das Power Level passt sich hier natürlich auch an mit den Gegenständen. Da muss man natürlich gucken, was man macht. Man kann natürlich auch Glück haben, aus dem Engramm das rauszuziehen oder halt auch mit anderen Sachen. Ich gehe mal kurz mal gucken. Im alten Season Pass habe ich vielleicht eventuell noch was. Muss ich mal eben schauen. Kleiner Moment. Kurz mal eine Geste anmachen hier. Der alte Season Pass ist natürlich auch noch zu looten. Geht einfach auf die Destiny 2 App, dann hier einfach auf Season 20 in der Navigation und oben steht in einem grauen Kasten Saison der Seraphe, unbeanspruchte Prämien. Geht ihr rauf und hofft für eventuell, dass ihr da irgendwas drin habt, was euch vielleicht voranbringt oder eventuell euch nochmal ein Power Level bei einem Gegenstand gibt. Warte mal, war das der Helm? Nee, ne? Das war Panzerhandschuhe. Ja, ist aber nur Glück. Ich kann mal kurz probieren, einen Exo zu ziehen. Ach nee, warte, da bin ich beim Titan. Moment, muss man kurz wechseln. Ja, Glimmer kann ich hier auch noch ziehen. Also ein Krimskram. Ich kann noch sehr viel hier rausziehen aus dem Season Pass der vorigen Season. Ich muss mal selber mal schauen, was ich hier mache. Ich nehme mal einen Exo mit. Bruchschutz, brauche ich nicht. Ach, wollte ich gar nicht, warte. Nochmal einen Helm, brauche ich auch nicht. Nochmal einen Helm, brauche ich auch nicht. Mann, ich brauche einen Brustschutz. Schuhe, brauche ich auch nicht. Naja, ich habe noch ein paar, aber da sind die alle auch weg. Ach, da ist. Nee, Brustschutz brauche ich auch nicht, hä? Schuhe. Ja, ich kriege nicht das, was ich brauche. Ja, habe ich Pech gehabt. Ist leider so. Habe sehr viel Exos gekriegt. Jetzt mal gucken, was für Werte die haben. Mit 84er Wert. 66 ist gut. Luna Factura kann ich hier rein infundieren. Warte mal, ist das besser? Erholung. Ne, lass ich mal lieber so, wie es ist. Ja, ich muss natürlich immer gucken, was man macht hier, ne? Das ist natürlich ab und zu ein bisschen hakelig. Und wie gesagt, Bungie gibt eigentlich immer das, was man braucht, wie man gesehen hat. Und das ist dann halt ein bisschen blöde. So, aber die guten Werte sind da. Das ist schon mal gut. Sternfeuerprotokoll. Ich glaube, der ist besser. Ah, der ist, glaube ich, besser. Da hau ich den mal weg. Hau ich den weg? Ja, ich hau den weg. Das ist natürlich jetzt doof, aber da kriege ich auch noch ein paar Sachen hier raus. Den kann ich vielleicht in den Tresor packen. Ja, ich muss irgendwann noch mal richtig aufräumen hier. Das mache ich jetzt aber nicht. Aber irgendwann muss ich noch mal richtig aufräumen. So. 67 ist auch gut hier. 67 ist auch gut. Da, die hau ich erstmal in den Tresor, wa? 82, aber hohe Belastbarkeit hier bei dem Helm. Ja, muss man genau gucken, was man macht, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Da müssen wir mal gucken. Moment. Habe ich hier noch Platz? Jetzt zwei Sachen passen hier noch rein. Dann schmeiße ich den mal kurz hier rein noch. Ich muss unbedingt, wie gesagt, aufräumen.
Geht gar nicht anders. Spitzenausrüstung. Gibt es nämlich einmal hier, wenn ihr Wertschätzung raushaut, gibt es hier nämlich mächtige Spitzenausrüstung plus 2 ist das, glaube ich, sogar. Mal gucken gleich. Mal hingehen schnell, nochmal ein Blut abholen. Wie gesagt, immer eher Spitzenausrüstung looten, dann zum Ausgleich mächtige Ausrüstung benutzen und dann wieder Spitzenausrüstung holen. So ist es halt ab 1800er Powerlevel. Und leider, wie gesagt, gibt Bungie nicht ein, was man braucht. Und das ist richtig ätzend, sag ich, wie es ist. Man spielt viel, dann bekommt man irgendwie 3-mal Schuhe oder 4-mal keine Ahnung was. Und man kommt mit dem Powerlevel nicht voran, weil man nicht das kriegt, was man braucht. Es nervt schon hart ab. Wie gesagt, diese Spitzenreiter oder Spitzenausrüstungsloot nachgejage nervt halt hart ab. Genau. Kann ich nicht anders sagen. So, 1600, also plus 2er Spitzenloot ist das hier. Wenn ihr Wertschätzung raushaut. Boah, kann ich so gebrauchen. Ich infundiere das jetzt direkt. Müsst ihr nicht, könnt ihr auch im Inventar tragen. Ich infundiere, weil ich genug Materialien habe und immer wieder Upgrade-Module kaufen kann. Deswegen ist es kein Problem. Zumindest für mich. Ja, das ist immer jedem selbst überlassen. Aber ihr könnt es auch einfach im Inventar haben. Das höhere Power-Level Stück oder den Gegenstand oder die Waffe. Das zählt auch zum Power-Level dazu. Kein Problem. Aber ich infundiere es vielleicht direkt, weil sonst vergesse ich das vielleicht irgendwie und dann räume ich da irgendwas auf und lösche dann irgendwie das die Rüstung mit dem guten Power-Level. Das wäre ein bisschen blöd. So, aktuell, wie gesagt, ist auch in Gambit die Ruchlosigkeitspunkte sind erhöht. Wenn ihr jetzt aktuell Vagabund leveln möchtet, ja, also hier zur Season-Waffe kommen möchtet, etc., ist jetzt eine gute Möglichkeit. Ihr müsst aber halt leider durchgehend Gambit am Stück spielen, damit die Strähnen sich auflädt. Das heißt, ihr müsst so 2-3 Stunden investieren und nur Gambit spielen, durchgehend spielen. Dementsprechend kriegt ihr mehr Punkte. Die Strähne ist aufgeladen. Sobald ihr was anderes spielt, eine andere Aktivität, erlischt die Strähne und dann war es das wieder. So als Tipp, ne? Das war es dann leider wieder. So, was habe ich eigentlich gerade gekriegt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Was habe ich denn eben gekriegt? Verdammt. Ah, okay, Bruchschutz. Okay. Da könnte ich nochmal was rein infundieren hier. Ich glaube, das nehme ich mal eben hier. Phoenix-Protokoll, ein sehr guter, ein sehr gutes Exo. Habe ich noch irgendwas anderes hier? Mal Poststelle abchecken. Ja, muss man immer gucken, was man macht. In Bearbeitung. Ach, da habe ich einen Helm reingekriegt noch. Okay, den lassen wir hier mal drinnen. 65 ist auch nicht so schlecht. So, warte mal, ich kann ja noch das Exo mal mitnehmen. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie die Handschuhe raus. Oh ja, nekrotischer Griff. Ein gutes Exo. Achso, habe ich gleich reingenommen. Ein gutes Exo aktuell. 62. Aber nur mit Low Level. Ach nein, ich habe ein Low Level gekriegt. Ach nö. Oh, der war ja, das Exo war ja gecapped. Oh. Oh. Naja. So, genug geohrt. So, gehen wir noch zu Zavala nochmal erstmal. Wie gesagt, immer die NPCs hier bedienen, ne? Immer die drei Vagabund, Zavala und dort Checks immer bedienen mit 8 Bolzungen. Immer am besten. Gibt es immer 120 Glanzstaub garantiert. Deswegen immer wichtig. So, eine Waffe noch gekriegt. Ja, Tritt an. Nicht so geil. Ah, einer so. Unserer hellsten Sterne. Noch eine Waffe gekriegt, auch nicht so gut. Egal, Waffen kann ich rübertransferieren zum Titan, wenn ich den spielen sollte. Und dort dann weitermachen. Aber das steht noch in den Sternen, ob ich da weitermachen kann, weil aktuell habe ich grob keine Zeit. So, haben wir das auch was gekriegt. Nochmal ein Season-Rang-Aufstieg auf 93, ist auch gut. Aber wie gesagt, es kam nicht das, was ich brauche. Aber es geht langsam, wie gesagt, es geht langsam voran. Ja, man kann es nicht anders sagen, es geht langsam voran. Aber es dauert halt alles. Das ist das große Problem. Aber wir kennen es nicht anders. Eine Kinetikwaffe hätte ich auch noch gebraucht, aber leider nicht gekriegt. So, den nekrotischen Griff haue ich auch mal eben kurz wieder rein. Das kann ich eigentlich auch noch mal irgendwo rein infundieren. Das Problem ist immer, wo rein infundieren, ne? Wo rein infundieren? Mal da mal. Naja, komm, egal. Ich muss unbedingt nochmal richtig aussortieren hier, aufräumen. Geht gar nicht anders. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu ein paar Kritikpunkten. Es gab ja einen Patch, ein Hotfix wurde ja raufgespielt. Hat einige Sachen natürlich verbessert. Man kann jetzt wieder dieses das Event hier spielen, indem man den Beutezug abholen kann bei Nimbus. Das wurde halt verbessert. Das war halt bei mir auch ein Dorn im Auge. Ich konnte halt hier Teilbereich Geschoss nicht spielen, weil ich bei Nimbus diesen einen Beutezug nicht mitnehmen konnte, um diesen Code da freizuschalten. Ich weiß gar nicht, wie das immer heißt, Morphisches irgendwas. Das haben sie jetzt gepatcht. Das Problem ist aber, das Spiel stürzt trotzdem immer wieder ab auf der PS5. Ja, du bist einfach in einer Aktivität drinne, schießt da rum, blub, stürzt das Spiel an.
eingefrorenes Bild Feierabend. Und das ist schon ziemlich übel und nervt ganz schön hart ab. Das war früher nicht so, deswegen muss da noch nachgepatcht werden. Was mich auch aufregt, ist aktuell diese saisonale Herausforderung. Ja, hier ist einmal Eisen schärft Eisen. Eisenbanner wurde verlegt auf nächste Woche, glaube ich, so viel ich weiß. Und aktuell ist dann Osiris gerade aktiv. Das heißt, ihr könnt das gar nicht fertig machen. Und jetzt ist gerade im Schmelztiegel-Team versenkt drinnen. So, das ist natürlich auch irgendwie in der Vergangenheit so gewesen, dass Team versenkt eigentlich normalerweise auch immer eine saisonale Herausforderung war, dass du da 50 Abschlüsse machen musst in Team versenkt. Jetzt ist Team versenkt aktiv und Rumble und wie gesagt Prüfung von Osiris. Ja, tolle Wurst. Also Prüfung von Osiris müsste ich eigentlich auch noch rein, habe aber leider auch keine Zeit. Mal gucken, wie ich es noch hinkriege. Vielleicht Dienstag, mal schauen. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen doof wegen der saisonalen Herausforderung. Da kriegst du gar nicht alles fertig diese Woche. Dementsprechend musst du halt wieder warten. Der Rest erlegt sich fast von alleine aus. So, das hier, entwurzelter Albtraum. Hier schieße jedes Gefecht mit Wurzel der Albträume im Wurzel der im Wurzel der Albträume Raid ab. Ja, das ist natürlich auch geil, weil wenn du allein unterwegs bist, ganz viel so wie ich, meistens, ja, und nicht viele Raid spielst, dann dauert es auch, bis es fertig wird. Naja, aber da muss ich auf jeden Fall irgendwie rein in den Raid. Definitiv. Geht gar nicht anders, aber das dauert noch. Der Rest erledigt sich, wie gesagt, von alleine. Ich gebe die Sachen aber immer nur ab, wie gesagt, wenn ich mit einem Teammate unterwegs bin und geteilte Weisheit aktiv habe, damit ich halt noch ein bisschen schneller vorankomme im Season Pass. Wie man sieht, ich habe einige heute schon, Züge schon fertig auf der hohen Kante. Die lasse ich auch auf der hohen Kante für nächste Woche. Und dann, wie gesagt, irgendwann, wenn ich hier durch bin, werde ich dann auf den nächsten Char wechseln beim Titan und da das gleich nochmal machen. Ja, das waren erstmal die beiden Kritikpunkte. Sonst, ja gut, Neomona ist halt eben extrem langweilig gestaltet, da ist nicht viel los, ja, die ganzen Einwohner sind anscheinend wohl irgendwie alle weg und so, da ist nicht ganz so viel los. Sonst geht's eigentlich, finde ich, ja. Es gibt natürlich noch mehr Kritik, aber, ach ja, was ist noch genau, das, was ich noch sagen wollte. Ja, genau, haha, die Exo-Quest. Das habe ich fast vergessen. Die Exo-Quest, diese hier, Knoten Override Avalon, auf legendär, ist ja wirklich ein Graus, ne? So kann man nicht anders sagen. Wir waren da drinnen mit zwei Brunnen, Warlock, also man kann echt nicht ohne Brunnen reingehen oder Bubble, aber eigentlich sollte man mit drei Warlocks reingehen, jeweils mit Brunnen, weil sonst kannst du einige Phasen nicht schaffen. Der Vorboss zum Beispiel da mit der Hydra, wo ihr da immer in dieses Loch rein müsst und dann kommt die Viveran da und schießen euch da über den Haufen. Wenn ihr da keine Brunnen richtig stellt, nach Timing, funktioniert das halt überhaupt nicht. Es gibt natürlich hier einige Schießes und Glitches hier drinnen, ich weiß, aber prinzipiell muss ich erstmal warten, bis ein Power-Level höher ist, weil so kann ich da gerade nicht reingehen. Man hat auch nur immer zwei Wiederbelebungen pro Charakter, also man kann seine Teammates immer nur jeweils zweimal wiederholen, dann war es das. Das muss man auch im Auge behalten und das ist halt schon ziemlich übel, wie man da einen auf den Deckel kriegt. Also ist natürlich eine extreme Herausforderung, ist aktuell noch schwieriger, finde ich, als damals Spitzenreiter. Aber wie gesagt, Destiny hat gesagt, oder Bungie hat gesagt, jetzt wird alles verstärkt, was Schwierigkeit angeht und das ist wirklich so. Und One-Shots sind ganz oft auch da, nicht nur bei einem höheren Power-Level, auch so, man kauft so ein bisschen in Neomuna rum, macht da so ein paar Events und so und auf einmal kriegst du von irgendwo einen Schuss, aber bist instant tot. Das sollte eigentlich auch gepatcht werden, ist aber immer noch nicht, man geht immer noch sofort drauf. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es nervt auch richtig ab und das muss unbedingt geändert werden. Das ist natürlich auch noch ein Kritikpunkt und natürlich auch viele andere Sachen. Aber wie gesagt, insgesamt macht mir das Spiel trotzdem noch Spaß, ich spiele trotzdem noch, weil es immer was zum Looten gibt und zum Grinden, deswegen mache ich immer noch weiter, aber die Spielerzahlen sollen wohl sehr stark gesunken sein, aber insgesamt kann man spielen, definitiv, aber einige Sachen sind halt echt ein bisschen blöd geraten, da müssen wir definitiv nachpatchen und auch mehr Aktivitäten bringen, die ein bisschen mehr Spaß machen und ja, man hat schnell wieder viel abgefrühstückt, ne? Sobald man halt auch ein Raid die neue Waffe hat, die Schrote, da braucht man auch nicht mehr in Raid reingehen eigentlich, theoretisch, weil man kann die anderen Sachen viel schneller erledigen. Ja, wie gesagt, ich muss aber auch noch viel, viel machen. Ich muss noch viel, viel spielen und ich habe noch viel, viel zu tun und das werde ich auch alles machen. So, bei Tests gibt es natürlich auch noch diese Woche noch ein paar Sachen, die man eventuell mitnehmen könnte. Aber Empfehlungen hatte ich jetzt, glaube ich, habe ich eine Empfehlung gehabt? Doch, genau, hier das, hier haben wir mein großer Cowboy-Hut, ist eine Geste, die man eigentlich mitnehmen könnte. Ja, das ist vielleicht für Simon Glanzschub eigentlich okay, sagen wir es mal so. Dann der Geist sieht natürlich auch krass aus und hier einmal das Waffenornament hier für die Klage, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal mitnehmen, damit ich noch ein paar Ornamente für die Klage habe, eigentlich eine gute Waffe. Und hier der Geist ist halt pompös, ja, sieht zwar jetzt nicht ganz so gut aus, aber es ist halt ein riesiger Geist, was ich sehr lustig finde irgendwie. Gut aussehen tut er nicht, aber es ist halt ein riesiger Geist, sieht bestimmt auch lustig aus, wenn man den ruft und in der Hand hat. Aber sonst müsst ihr selber nochmal schauen, was ihr hier so mitnehmt. Aber wie gesagt, das kann ich mir noch überlegen, wir haben noch Zeit. Und können uns da ja noch ein bisschen Zeit lassen. Ich gehe noch mal kurz zum 14. Heiligen. Ich will noch mal gucken, was da alles noch irgendwie neu ist. Oder nicht. Würde mich mal kurz interessieren.
Ja, ich musste eigentlich noch Osiris, muss ich eigentlich noch spielen, prüfen von Osiris. Team versenkt habe ich noch ein bisschen gespielt, aufgrund halt, dass ich hoffe, dass die Abschlüsse, die ich da gemacht habe, dass die noch zählen für dann die saisonale Herausforderung. Wie gesagt, ich bin fest der Meinung, dass Team versenkt noch eine saisonale Herausforderung wird. Wenn nicht, dann würde mich das wundern. Das war bis jetzt jede Season so. Und ich hoffe, dass sie halt die Kills, die ich da gemacht habe, auch jetzt noch dann zählen. Aber ist nicht bestätigt, wie gesagt. So. Das ist die neue Waffe, die Unsterbliche, die droppt auch aktuell, glaube ich, wenn ihr das soweit habt. Beuzüge mitnehmen, okay. Ja, da muss ich mal gucken. Da muss ich wohl noch mal rein. Leider. Ich habe keinen Bock auf PvP. Aber gut, wie gesagt, da muss ich halt noch mal reingehen. Und ja, vielleicht probiert ihr es auch mal aus, mal gucken. So, das soll jetzt eigentlich schon gewesen sein. So viel war jetzt gar nicht, ich weiß, aber ich habe noch ein paar Sachen offen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles spielen kann wegen Spitzenrüstung. Muss ich selber nochmal gucken. Ewigkeit muss ich nochmal rein diese Woche. Nervt mich auch so ein bisschen ab. Natürlich die Beuzüge mitnehmen, noch vorher noch. Und ja, ich muss eigentlich, ach, das ist noch ein Schlachtfelder, kann ich auch nochmal spielen hier ein paar Runden. Natürlich auch die Beuzüge mitnehmen, definitiv. Ja. Achso, genau, was ich noch erzählen kann. Achso, viele Leute finden, sehen Erhaltung nicht. Viele Leute, die Erhaltung spielen oder die alte Hexenkönigin-DLC-Kampagne. Ich sehe Erhaltung noch. Warum das nicht bei euch freigeschaltet ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe Erhaltung noch. Also normalerweise müsst ihr die Kampagne komplett durchspielen, dann seht ihr Erhaltung eigentlich auch. So viel ich das weiß. Aber 100% sicher bin ich mir jetzt nicht. Und was auch wichtig ist, wenn ihr Widerstandsschlachtfelder lauft, ne? Und zwar diese hier. Wie gesagt, nehmt auf jeden Fall die Beuzüge mit hier von Marazov, da ist natürlich auch, die sind schnell fertig und sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und hier, ganz wichtig, ja, dass ihr halt hier das drinne habt. Gnade der Königin Ausrüstung, Gnade der Königin Ausrüstung. Das ist wichtig und dass ihr halt in der Helm bei ihr die ersten drei Sachen freigeschaltet habt, damit ihr halt auch über vorankommt für das Triumphsiegel, was ihr hier natürlich auch habt. Und zwar Königengarde, weil ihr müsst hier nämlich Reife Eiferer fertig machen, Anmut unter Beschuss müsst ihr fertig machen und andere Sachen, oh, das habe ich hier schon fertig gemacht. Aber wie gesagt, dafür braucht ihr das. Dann geht das nicht ohne rein, sonst ist es nämlich blöd. Ja, sonst ist es umsonst durchgelaufen, sagen wir es mal so. Also definitiv darauf achten. Ich suche jeden Tag nach Helfern. Ruhmreich? Ich sehe die Helden unter uns. Okay. Wir können nicht verlieren. Okay, mach ich das mal an. Und wenn ich das jetzt gekriegt habe, es soll auch irgendwie buggy sein, um echt zu sein. Das ist jetzt eher zufällig gewesen. Hat gleich drauf geachtet. Ja, okay, warum das jetzt so fertig ist, weiß ich nicht, aber es ist fertig. Ja, ist doch schön. Habe ich noch einen Triumph gekriegt gerade. Aber wie gesagt, das ging jetzt einfach so fertig, warum auch immer. Naja, auf jeden Fall Königengarde definitiv hier Ausrüstung reinmachen. Wenn es nicht. Es reicht auch nur der Reif oder was ich was. Hier mit Königin, der Gnade der Königin. Ausrüstung kriegt ihr sonst auch bei Marazov in der Helm, könnt ihr kaufen. Kein Problem, wie gesagt, setzt sie ein, sonst blöd. Ist halt so. Ja, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und euch viel Spaß beim Zocken, euch guten Loot und ja, sehen wir mal weiter, wie es hier so vorangeht, ne? Bis denn.